Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Review-Kanal. Heute wollen wir euch den zweiten Teil der deutschen Winterausrüstung vorstellen, bestehend aus dem Wachmantel, den man halt auch hinreichend schon auf sämtlichen Fotos immer sieht. Also ich trage den zwar jetzt nicht, habe den aber über Jahre lang angezogen und auch sehr gerne angezogen, weil dieses Teil hält einfach nur brutal warm. Er schirmt selbst die Beine vor Wind ab und ist auch so dick, dass man natürlich mit der anderen Uniform noch drunter ausreichend gewärmt wird, auch bei solchen Temperaturen. Er hat zwei auf links und rechts liegende Knopfleisten und je nachdem, ob Links- oder Rechtshänder, so hat sich das für mich jedenfalls als logisch ergeben. Ich weiß nicht, warum da sonst zwei Knopfleisten dran sind, vielleicht zur Zierde. Auf jeden Fall könnte man jetzt auch diese Lasche nach innen legen und von innen die Lasche auf diese Seite nach außen, dass man quasi auf rechts zuknüpft. Aber das ist ja relativ egal, weil das von beiden Seiten simultan funktioniert. Man hat dann auch noch zusätzlich die Möglichkeit, diesen Kragen nach oben zu klappen für zusätzlichen Windschutz. Diese Fotos sieht man auch sehr häufig. Und ja, viel mehr gibt es dazu jetzt wirklich nicht mehr zu sagen. Das Ding ist absolut empfehlenswert und eine schöne Adaption für die Winteruniform. Ja, an dieser Stelle vielen Dank an Chris. Kein Problem. Und bis zum nächsten Mal.